Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag, 8. Oktober. Und ich rede mit der Bundestagsabgeordneten der SPD aus Berlin, Dr. Eva Högel. Und das wichtigste Thema ist in der aktiven und pragmatischen Politik, was jeden angeht, ist die Mietenfrage. Noch ist das Gesetz nicht durch den Bundestag, dass die Mietenbegrenzung, Mietpreis, wie heißt das? Mietpreisbremse. Gott im Himmel. Wort umgetrieben, mach's aber wichtig. Mach's mal einfacher. Ja, Ihre Kollegin, ja, als Familienministerin, auch die Berliner Abgeordnete Frau Giffey, die hat gesagt, dass Verbesserung der Kita-Gesetz, also durchgestrichen und einfach drüber geschrieben, gute Kita. Bums, sagen, versteht jeder. Mieterschutzgesetz heißt es bei uns. Gute, niedrige Mieten. Ja, niedrige Mieten. Das ist bei uns also, auch was, ganz einfach. Das kommt jetzt erst durch den Bundestag. Das ist noch nicht beschlossen. Und dann sagen Sie es nochmal, da muss ich was vom Vermieter verlangen, damit er mich nicht übers... Also zunächst einmal werfe ich einen Blick in den Mietspiegel und schaue, was die ortsübliche Vergleichsmiete ist. Und da sind ja so Kategorien und so weiter drin, das machen die Mieterinnen und Mieter. Nehmen wir mal an, die 700 Euro. Und wenn die Miete drüber liegt, über der ortsüblichen Vergleichsmiete, dann muss der Mieter den Vermieter fragen, woran das liegt, weshalb er über der ortsüblichen Vergleichsmiete geht. Und da ist er auskunftspflichtig dazu. Das heißt, man muss nicht erst gegen den Vermieter klagen, sondern er muss das von sich aus sagen. Und dann stehen da 40 oder 100 Leute hinter mir und dann macht der Vermieter und sagt, wollen Sie es wirklich wissen? Deswegen ist ja das Wichtige, dass wir bauen. Also wir haben ja die Probleme am Mietmarkt dadurch, dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt in Berlin, in München, in Hamburg, in Düsseldorf, in anderen Städten. Auf dem Land ist das Problem umgekehrtes. Da haben wir Leerstand und Probleme mit der Infrastruktur. Aber hier in Berlin ist eben Miete das Top-Thema. Deswegen kümmere ich mich als Bundestagsabgeordnete von Berlin-Mitte und auch im Deutschen Bundestag ganz engagiert um Miete. Das nächste Mal, wenn Sie hier sitzen, dann ist das Gesetz hoffentlich durch. Ja, wenn das nach dem 1. Januar 2019 ist, ist das Gesetz in Kraft und wirkt hoffentlich schon. Kommen Sie ja nochmal und dann wollen wir wissen, wie der Stand der Dinge ist. Sehr und gerne. Vielleicht, dass mal jemand auf den Tisch haut und sagt, so jetzt ist Schluss mit diesem ganzen Gequake, sondern wir wollen, dass Mietenstopp erreicht wird. Genau. Das ist eigentlich, haben Sie vor der Pause gesagt, Ihr eigentliches Ziel. Genau. Mietenstopp generell. Ist Ziel. Genau, wir wollen das begrenzen auf die Höhe der Inflation. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Und erstmal für 5 Jahre keine Mieterhöhung über 2%. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass die Grundstücke, die in der öffentlichen Hand sind, dass die für Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden. Und ich bedauere es hier in Berlin immer noch, dass wir keine Randbebauung beim Tempelhofer Feld haben. Das soll doch jetzt gemacht werden. Der Bürgermeister redet das. Doch so. Ich bin da die sehr FDP dafür. Redet auch so. Wir brauchen nämlich, wir hätten da 5.000 Wohnungen. 5.000 Wohnungen sind dringend nötig in Berlin und ich bin wirklich sehr dafür, dort wo wir Freiflächen haben, dass wir die auch nutzen für den Wohnungsbau. Und meinen Sie denn, Sie sind ja Kreisvorsitzender der SPD in Berlin, das heißt, Sie sind ja im Zirkel um den regierenden Bürgermeister auch mit drin. Ja, wird denn da schon in der SPD diskutiert, dass man, egal wie das Votum war oder am Votum vorbei, doch die Randbebauung wieder in die Diskussion bringt? Also man muss so ein Votum der Bevölkerung sehr ernst nehmen. Und deswegen sage ich, das ist so entschieden worden. Ich bedauere das als Politikerin, gerade als eine, die sich für Wohnungen und Miete sehr engagiert. Aber man kann jetzt nicht hoppla hopp sagen, schnipp, wir ignorieren das Votum und jetzt wird da doch gebaut. Sondern das muss ein sensibler Prozess sein, wo man alle in der Stadt mitnehmen muss. Vielleicht muss man eine weitere Abstimmung machen, das will ich jetzt nicht vorgreifen. Aber man kann so ein Votum in einer Volksabstimmung nicht ignorieren. Da muss ich wirklich sagen, das war ein deutliches Votum, das muss dann auch ernst genommen werden. Also Sie bedauern das, aber es bleibt erstmal so, wie es ist. Ja. Kommen wir mal auf ein anderes Thema, das morgen relevant ist. Morgen entscheidet das Verwaltungsgericht Fahrverbote in Berlin. Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Sie sind ja Vorsitzende des Kreises Mitte. Genau. Ja, mittendrin, Leipziger Straße. Genau. Da soll das erste Fahrverbot dann praktiziert werden. Wir haben ja in der Leipziger Straße seit Jahren die Diskussion über die Schadstoffwerte. Da wohnen ja auch viele Menschen, die tragen mir das als örtlicher Abgeordneter auch seit Jahren schon vor. Wir haben jetzt gesehen, dass Tempo 30 nicht wirklich was bringt. Das zeigen jedenfalls die Ergebnisse, die wir in letzter Zeit bekommen haben. Es hält sich erstens kaum einer dran. Ich werde da regelmäßig überholt, wenn ich da vorbildlich 30 fahre. Aber es hält sich keiner dran. Mit 30 könnte man schon viel
viel bewirken, wenn sich jemand dran halten würde. Aber was das Entscheidende ist, die Verwaltungsgerichte sagen ja, wir kommen nur mit Fahrverboten weiter. Und für uns als SPD ist natürlich wichtig, dass die Automobilindustrie, dass die Hersteller die Wagen entweder zurücknehmen und umtauschen oder tatsächlich technisch so nachrüsten, dass sie die Schadstoffgrenzwerte dann auch erfüllen. Also wir brauchen eine saubere Stadt. Ich will, dass in Berlin-Mitte der Verkehr fließt. Das ist wichtig. Und die Leipziger Straße ist auch eine wichtige Verkehrsader. Aber die dort wohnen, wenn ich sage, ich will, dass Menschen in der Mitte auch wohnen, dann muss das natürlich auch entsprechend sauber sein. Das muss man ja lösen. Da muss es ja einen Kompromiss geben. Genau. Man kann nicht das eine haben und das andere wollen. Die Autos müssen nachgerüstet werden. Die Hersteller sind in der Verantwortung. Die haben diesen Verstoß gegen die Schadstoffgrenzen auch zu verantworten. Und deswegen haben wir ganz klar gesagt, alle Automobilhersteller sind jetzt da in der Pflicht. Entweder zurücknehmen oder, soweit das möglich ist, technisch nachrüsten. Ja, aber nun kommt ja wahrscheinlich morgen oder möglicherweise, wahrscheinlich wissen wir nicht, möglicherweise, sagt das Gericht, dann müsst ihr eben Fahrverbote machen. Genau. Und ich lese heute in den Zeitungen oder höre im Radio, dass Frau Günther, die Verkehrssenatorin, parteilos, aber von den Grünen bestellt, daran denkt, den ganzen Ring mit Fahrverboten zu belegen. Das heißt doch die ganze Stadt. Ja, ich habe das auch gelesen. Und umso wichtiger ist, dass wir da jetzt mal zu einer Lösung kommen. Ich meine, das liegt ja jetzt schon einige Zeit zurück, dass wir wissen, dass diese Schadstoffgrenzen überschritten wurden. Und wir wissen auch, dass die Verwaltungsgerichte Fahrverbote verhängen. Aus Stuttgart ist das alles bekannt. Man kann jetzt langsam auch mal handeln. Hamburg hat es ja schon verhängt. Genau, Hamburg hat es verhängt. In Stuttgart ist es so. Und dann kommen nur noch bestimmte Autos in den jeweiligen Bereich. Oder es wird generell ausgeschlossen, dass da Autoverkehr stattfinden kann, da muss man jetzt handeln. Und deswegen sage ich, die Industrie ist gefordert, nachrüsten, weil es kann ja nicht sein, dass gerade die Pendler, das ist nur in Berlin weniger das Problem, hier kann man immer noch die Öffentlichen nehmen, aber vor allen Dingen die Pendler, die raus müssen, die durch die Stadt müssen und dann zu ihrem Arbeitsplatz, dass die darunter leiden. Ja, nun hat es ja einen Dieselgipfel gegeben, das ist ja ein paar Tage her. Ja. Kanzlerin, Verkehrsminister, Autoindustrie, rausgekommen ist etwas, was ich nicht verstanden habe. Sie sind Juristin, vielleicht haben Sie es verstanden. Was war denn so unklar daran? Alles. Ach so. Ja, also Wann darf man nicht? Also ab wann darf man? Was soll das? Da liest du und sagst, da sitzen nun die hochvermögenden Denker und Lenker dieses Staates und verfassen ein Papier, wobei ich hinten beim Lesen nicht weiß, was sie nun eigentlich wollen. Also die Position der SPD, nun ist das nicht mein Leib- und Magenthema. Sie sind Juristin, ich bin natürlich Sie müssen ja übersetzen. Berlin. Das ist mein Wahlkreis und das betrifft mich und deswegen genau. Die Position der SPD ist aber sehr klar, ich will es nochmal wiederholen, Umtausch oder technische Nachrüstung. Weil wir kommen um Fahrverbote nur drumherum, wenn die Schadstoffwerte deutlich reduziert werden und sich innerhalb der vorgegebenen Grenzen halten. Es geht ja darum, saubere Luft zu haben, Autoverkehr zu ermöglichen, Mobilität in der Stadt zu ermöglichen. Aber ich will auch mal sagen, also es braucht auch mehr Engagement für andere Verkehrsmittel. Ja? Also die öffentlichen, das ist natürlich hier auch ein Thema in Berlin. Und was ich als engagierte Radfahrerin natürlich auch gern möchte, dass Berlin vorbildlich wird in Sachen Radverkehr. Ich war gerade in Wien und habe mir das da angeschaut, wie der Radverkehr da läuft. Oder wenn man Kopenhagen kennt, dann wissen wir auch in Berlin, dass wir da noch erheblichen Nachholbedarf haben. Aber Sie sind ja schon ein Weilchen in Berlin, ich auch und da liegen die Straßenbahnschienen in der Leipziger, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, durch Ihren Parteifreund Strieder, SPD-Stadtentwicklungssenator, die liegen da, fährt keine Straßenbahn. Die U-Bahn wird diskutiert, ich weiß nicht, U-Bahn-Verlängerung seit 20 Jahren. Mhm. Ja, S-Bahn seit 30 Jahren. Mhm. Es passiert doch nichts. Es nützt doch gar nichts, wenn Sie so wie jetzt sagen, jawohl, das hätte ich gerne. Ja, aber wir müssen ja deutlich machen, wo wir hinwollen. Und das heißt natürlich, dass wir Mobilität in der Stadt grundsätzlich ermöglichen müssen. Und da setze ich aber ganz klar als SPD-Politikerin auf öffentliche Verkehrsmittel und auf Radweg. Aus ökologischen Gründen und aus sonstigen Gründen. Also weniger Individualverkehr. Und Berlin hat eine schwierige Zeit. Wir mussten viel sparen. Deswegen konnten diese Verkehrsprojekte natürlich auch alle nicht verwirklicht werden. Aber jetzt müssen die Pläne wieder raus. Und das dauert ja wieder 10 Jahre. Nun ja, die Dinge dauern länger manchmal, aber Radwege zum Beispiel könnte man deutlich schneller. Jetzt wird es auf der Karl-Marx-Allee gemacht und an anderen Stellen, dass die Radwege ausgebaut werden. Ich glaube, viele mehr Menschen würden Rad fahren, wenn es sicherer wäre im Straßenverkehr. Wir haben ja leider, ich will nicht sagen täglich, aber doch regelmäßig tote und schwer verletzte Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Das stößt natürlich auch ab, vom Auto umzusteigen aufs Fahrrad. Aber das wäre für Berlin auf jeden Fall vorbildlich aber, und gut. Aber bleiben wir doch mal beim Fahrradwegen.
warum dauert denn das bei Fahrradwegen so lange? Da braucht man doch nur Pinsel und Farbe und malt auf die Straßen Fahrradweg. Und das dauert aber auch da ewig, bis irgendeine Veränderung kommt. Ja, das nervt ja auch alle Beteiligten. Man braucht natürlich eine gemeinsame Kraftanstrengung, den gemeinsamen Willen, mehr Radwege. Dann muss man die Verkehrsströme sorgfältig planen. Ich bin da keine Expertin, aber das muss alles genehmigt werden und durchdacht werden und so weiter. Aber auf jeden Fall gibt es ja jetzt schon mal die gemeinsame Verständigung in der Koalition auf Landesebene da drauf. Rot-Rot-Grün, Berlin soll attraktiv werden für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Wollen wir es mal hoffen, dass es bald passiert. Ja, Sie merken schon, ich denke jetzt, da wird geredet. Ja. Aber nicht das gehandelt. Ist Landespolitik, da habe ich im Bundestag ganz wenig mit zu tun, aber als örtliche Abgeordnete, SPD in Berlin, engagiere ich mich das natürlich ist ja für Landespolitik. Genau. Und die Kreisfürsten, sage ich mal, und Sie sind die Fürstin von Mitte, da sitzen Sie ja mit dem regierenden Bürgermeister zusammen, als Parteivorsitzender dieses Landes, der SPD. Also insofern können Sie nicht sagen, ich Anliegen. Bin im Bundestag. Nein, ich wollte nur sagen, auf die Genehmigungsverfahren habe ich jetzt keinen Einfluss, aber das politische Anliegen formuliere ich natürlich. Kann. Natürlich. Also, wir sind am Ende der Sendung. Wagen wir noch mal Ausblick. Bayern geht verloren für die SPD. Ja, wir hoffen jetzt erst noch mal auf ein gutes Ergebnis und vor allen Dingen ist es ganz wichtig, dass keine Rechtsextremen gewählt werden. Ich hoffe sehr, dass die Menschen sich besinnen und die AfD nicht im großen Stil wählen und schon gar nicht zweistellig, weil eine echte Gefahr für unsere Demokratie ist Rechtsextremismus und das, was die AfD mit ihrer Politik verfolgt. Man kann zwar TV Berlin auch in Bayern sehen über Livestream www.tvb.de, aber ich hoffe, dass diesmal mehr Bayern uns zuschauen und ihren Appell gehört haben. In das diesem Sinne bedanke ich mich, dass Sie da waren. Und danke dann, auch. Das nächste Mal haben wir zwei Wahlen hinter uns, nämlich auch die in Hessen. Mhm. Und dann analysieren wir mal das, sehr was gerne. Das bedeutet das für die SPD. Vielen Dank, sehr gerne. Frau Dr. Eva Högel, dass Sie da waren. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche Montag, wie immer, mit der Sendung aus dem Bundestag. 20.15 Uhr bis dahin und dann haben wir das Ergebnis von Bayern, das dann ja schon wieder ein paar Stunden, ja, richtig, 15. Oktober, ja, also ein paar Stunden alt ist. Bis dahin, danke und tschüss.